Es ist die Geschichte der beiden Detectives, Stevens und McQuaid, den zwei nicht gerade hellsten Leuchten des Dezernats, wenn Sie verstehen, was ich meine. Oh mein Gott!
Ihr habt die Schranke vollkommen demoliert. Ist ja gut, es war meine Schuld. Ihr bleibt hier. Ich suche mir einen Aussichtspunkt, um die Lage besser einschätzen zu können. Ihr beiden solltet euch auch in Stellung begeben. Cyrus, ich muss dich loben. Das war wirklich ein guter Plan. Du wirst reich belohnt werden. Jetzt lass uns die Kohle in unser Geheimversteck bringen. Ja, meine Königin. Für dich mache ich alles. Keine Bedingung! Das sieht ja ganz danach aus, als hätte da jemand die Beweismittelzahl ausgeräumt. Ich habe keine Zeit für dieses Spielchen. Cyrus, deine Jungs sollen ihnen ordentlich anhalten. Ihr habt sie gehört, Jungs. Ich gebe euch Deckung. Einer von euch muss Sergeant Mallory da rausholen. Okay, okay, ich gehe auch schon. Yeah!
hat mir gewiss gesagt, dass ich mich um Queen Bee kümmern soll. Hab ich nicht. Also wohl. Hab ich nicht. Du spielst mit meiner Geduld. Nichts und niemand stellt sich Queen Bees Pläne nicht mehr. Thank you.
befürchte, dass gerade mit einem Vortragsangebot von Lava überschwemmt werden. Junge, Junge, Lava ist nicht gut. Nicht wahr, Jumbo? Freunde, damit wir gar keine Herde haben, schlage ich vor, dass wir uns für die Flucht zusammenschließen. Folgt mir, ich weiß, wo es lang geht. Jo. Wir haben die Seite die Größe eines Eisbergs. Kleiner. Nein. Da.